Communicator 5.3 wurden auch die Kontraste bei der schaltergesteuerten Maus-Emulation verbessert. Die vorherige Version war auf dunklen Hintergründen nur schwer zu sehen und somit zu nutzen. Die neue Version hat neue Symbole und einen neuen Stil, um die schaltergesteuerte Maus-Emulation einfacher in jeder Umgebung nutzen zu können. Mit diesen visuellen Verbesserungen und der Möglichkeit, automatisch die schaltergesteuerte Maus-Emulation zu starten, wenn man die Windows-Steuerung startet, haben Scanning-Nutzer eine gute Möglichkeit, den Windows-Desktop mit Communicator 5.3 zu steuern. So können Sie beispielsweise direkt von Ihrer Startseite aus eine Internetseite öffnen und das Scanning-Verfahren wird automatisch gestartet. Sie können nun die gewünschte Methode auswählen, den Quadranten, und nun erscheint ein schwarzer Balken mit einem weißen Strich in der Mitte. Und dieser weiße Strich ist besonders für Hintergründe geeignet, die dunkel sind. Durch einmaliges Drücken wird der Balken langsamer, durch ein erneutes Drücken wird eine Auswahl getroffen. Sie können nun festlegen, was genau auf dieser Auswahl durchgeführt werden soll. Ein einfacher Linksklick. Durch erneutes Drücken starten Sie die Maus-Emulation erneut. Sie können beispielsweise auch eine Radarfunktion wählen. Hier wählen Sie ebenfalls zuerst einen Quadranten und dann tastet der Strich mit dem weißen Strich in der Mitte in Form eines Radars die gesamte Oberfläche ab. Durch einmaliges Klicken wird er langsamer, durch erneutes Klicken hält er an und der zweite Balken wird gestartet. Verlassen können Sie die Maus-Emulation, indem Sie das X auswählen und Sie sind erneut auf Ihrer Communicator 5 Startseite. Eine weitere gute Möglichkeit ist die Verwendung von Windows-Tastaturen in Verbindung mit der Maus-Emulation. Starten Sie von der Windows-Tastatur die Maus-Emulation, indem Sie das entsprechende Symbol auswählen. Und nun können Sie direkt von der Tastatur aus eine entsprechende Auswahl auf der Internetseite treffen. Wählen Sie nun in diesem Fall das X aus, so gelangen Sie wieder zurück auf Ihre Tastatur. Einstellungen für die Maus-Emulation machen Sie in den erweiterten Einstellungen. Aktivieren und Deaktivieren des Scannings finden Sie unter der Eingabemethode und Schalter-Scanning, und unter schaltergesteuerte Maus-Emulation haben Sie die Möglichkeit, die Auswahl der verfügbaren Optionen während der Maus-Emulation zu reduzieren oder fehlende Elemente hinzuzufügen sowie die Geschwindigkeit der Scanning-Markierung anzupassen.